ist eine Schmonzette. Und das ist es ganz bewusst. Also wenn man einen Film macht, der das kalte Herz heißt, dann kann man, glaube ich, muss man auch tatsächlich irgendwie die Gefühle ernst nehmen, oder? Ja. Ich werde gleich sagen, also wenn Ihnen das jetzt zu kitschig war, kommen Sie gleich nochmal. Da läuft der letzte Film von Janis und da ja, ist es ganz anders kitschig. Ja, gibt es Fragen, die Ihnen auf den Nägeln brennen? Oder sollen wir vielleicht mal, ja, steigen wir vielleicht damit ein, wie du zu dem Stoff gekommen bist? Also du hast vorher was komplett anderes gemacht. Das ist ja ein Märchenfilm. Ich habe eben gelesen, also dass tatsächlich die Inspiration nicht das Märchen war, sondern ein anderer Märchenfilm. Nee. Funktioniert das überhaupt nicht? Nein, null. Nee, irgendwie nicht. Das ist ja immer ohne zu gehen. Aber ja, klein. Wenn man nichts versteht, dann. Wir können ja trotzdem so tun, als versteht ihr uns? Wir können ja reden, ein bisschen lauter. Nein, das stimmt nicht. Also, ich meine, es gibt natürlich den DEFA-Klassiker. Genau, also eine Kritik hat behauptet, das sei die, okay, dann ziehe ich die Behauptung zurück und du erzählst jetzt irgendwas. Naja, also es kam tatsächlich ein Produzent auf mich zu mit der Idee, das kalte Herz zu verfilmen und da stießen zwei Dinge bei mir aufeinander und führten zu einer Explosion und das war einerseits die Tatsache, dass in dem Märchen schon immer für mich die Botschaften drinsteckten, die ich auch transportieren will im Kino. Und eine wahnsinnig gute Blaupause ist für sagen wir mal, vieles, was mir wichtig ist und worüber ich was zu erzählen habe. Und auf der anderen Seite, dass in mir so ein Nerv getroffen hat, den ich so in meiner Jugend angesammelt habe, ich war ein wahnsinniger Fantasy-Freak. So, ich habe Rollenspiele gemacht und habe Herr der Ringe 80 Mal gelesen und all diese ganzen Dinge. Und habe mir nie zu träumen gewagt, dass man in Deutschland irgendwann mal einen fantastischen Film machen kann. Tatsächlich auf dem Niveau. Und das hat in mir sofort irgendwie das war wie ein Jungstraum, so einen Film zu machen. Und die beiden Dinge kamen so zusammen und da haben wir gedacht, es fühlt sich gut an und richtig und let's go. Und dann habe ich die Sache zu meiner gemacht und unterschätzt, wie viel Arbeit darin steckt, einen historischen Film zu machen mit der großen Ordnung. Das war eine große Herausforderung. Ja, so ist die Genese. Wo waren denn die drei? Also, die Drehorte sind zu großen Teilen Schwarzwald gewesen. Alles, was ihr am Wald seht in dem Film, ist Schwarzwald. Der Schwarzwald ist aber dann nicht eben genauso genommen, wie wir ihn vorgefunden haben, sondern wirklich tatsächlich gibt es dann einen Set Decorator, heißen die wochenlang durch den Wald robben und Moose sammeln und alte Bäume irgendwie durch den Wald zerren und die Sets dekorieren, so dass sie wirklich irgendwie dieses Urwaldhafte haben, was der Schwarzwald irgendwann mal vor 300-400 Jahren eben hatte. Ich fahre fort, dann gibt es irgendwie, was wir im Schwarzwald nicht gefunden haben, sind diese Felsenschluchten, wo der Holländer Michel haust und so. Das haben wir im Elbsandsteingebirge gedreht. Tatsächlich diese Höfe, die man von außen sieht, sind auch alle im Schwarzwald. Also der Löbel-Glashof und der Glashof, den Peter Munker steigert und so, auch die Innenräume, die da sind, das ist alles im Schwarzwald. Die Kneipe und das ist im Studiogebäude, das ist in Babelsberg und auch das Dorf außen ist in Babelsberg. Das ist tatsächlich ein gebautes Set. Dieses ganze Dorf war gebaut. Im Ruhrgebiet wurde die Höhle des Holländermichel gedreht. Also der ganze Komplex dieser Höhle, die Herzen, all dieser ganze Kram, das war im Ruhrgebiet. Das war in NRW. Also eine Reise. Ja, der alte DEFA-Film, welche Rolle hat er für sich gespielt? Erstmal haben ja natürlich sehr viele Leute, gerade aus dem Osten, gesagt, das darf man nicht. Man kann nicht das nochmal versuchen.
weil der Film ist tatsächlich für Leute, die im Osten Deutschlands groß geworden sind, irgendwie eine Ikone und ein ganz großes Kulturgut, das auch ganz viel zur Kulturidentität beiträgt, weil es war der erste große Farbfilm der DEFA und einer der erfolgreichsten Filme, der jemals in der DDR gedreht wurde, bis in die 80er, hat ihn wirklich an die Generationen geguckt und hat deshalb wahnsinnig viel Spuren hinterlassen in mehreren Generationen dort. Und Erwin Geschonek als Holländer Michel mit dem blinden Auge und der Narbe ist da wirklich tatsächlich so ein ikonografisches Bild, was man nicht toppen kann. Und das war ehrlich gesagt fast ein Grund zu sagen, man macht es nicht, weil man nicht in die Situation treten will, dass Leute denken, man wolle damit konkurrieren mit dieser Verfilmung. Die zu 1950, die hat bestimmt viel Staub angesetzt im Laufe der Jahre, aber die hat eben auch noch immer noch irgendwie wahnsinnig Magisches und ist bestimmt in ihrer Form nicht zu überbieten oder so. Ich habe mich versucht, davon zu lösen. Ich habe versucht zu sagen, gut, okay, die gibt's. Ich gucke die jetzt ganz bewusst nicht nochmal an und studiere die genau und arbeite mich daran ab, sondern ich versuche irgendwie an den Hauptext ranzugehen und mit dem zu arbeiten und zu überlegen, was sind die Botschaften, die heute in den Märchen drinstecken, die vielleicht noch nicht geborgen sind, die vielleicht noch zu heben sind. Und da gab es einiges. Im Märchen von Hauf ist der Tod von Lisbeth ganz anders. War das im alten Film schon so oder ist das Ihre Idee? Im Haufmärchen ist einiges anders. Ich hab kein klares Verhältnis zu Wilhelm Hauf. Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Wilhelm Hauf. Das Erste, was ich irgendwie, als ich mich mit der Biografie von Wilhelm Hauf auseinandergesetzt habe, gemerkt habe, ist etwas, was im Prinzip in überall verschwiegen wird, denn der ist eben nicht nur der Autor dieser ganzen fantastischen Märchen, sondern er ist auch der Autor von Jud Süß, der Novelle, die die Grundlage war für diesen Nazi-Propaganda-Film. Und wenn man dann sein Werk untersucht, irgendwie stößt man überall auf einen wirklich unverhohlenen Antisemitismus und vieles andere. Dann stößt man er war ja evangelischer Klosterschüler und auch Theologe, hat Theologie studiert. Man stößt ihm auch auf eine Moral, die nicht die Moral ist, die ich erzählen will. In dem Haufschen Märchen ist am Schluss die Moral von der Geschichte eigentlich: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der Köhler hat versucht, seinen Stand zu verändern, mehr zu sein, Großmannssucht, das ist ihm schlecht gekommen. Hätte er sich mal darauf besonnen, wo er herkommt und wo er hingehört, irgendwie dann nur so kann man sein Glück finden. Das ist so ein bisschen die Moral, die in dem Haufschen Märchen am Schluss steckt. Ist nicht, absolut nicht die Moral, die ich mit einem Film transportieren will. Ich finde, eine Gesellschaft sollte durchlässig sein und sollte Menschen ermöglichen, ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen, wenn sie sich Mühe geben und wenn sie an den richtigen Schritten ziehen. Es sollte eben nicht diese Stände und Gläser in Decken geben. Also gab es vieles bei Hauf, was mich gestört hat. Und ich habe trotzdem nicht gesagt, okay, dann mache ich das halt nicht, sondern ich habe mir gedacht, okay, ich nehme das trotzdem, weil wahnsinnig viel drinsteckt, was wichtig ist für unsere heutige Zeit, was erzählenswert ist, was aus der damaligen Perspektive erzählenswert war, aber eben was vielleicht auch drinsteckt, was noch keiner erzählt hat. Zum Beispiel wusste Hauf 1827 noch nicht, dass der Schwarzwald 100 Jahre später weg sein würde. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Schwarzwald kahl, da gab es keine Bäume mehr. Also der Raubbau, der da stattgefunden hat, der eben tatsächlich durch diese Erfindung der Flößerei und des Verkaufs der Ressource Holz entstanden ist, hat zu absolutem Kahlschlag geführt. Und der Schwarzwald, der heute da ist, ist ein kultivierter Nutzwald, der angepflanzt wurde wieder. Das wusste Hauf nicht, dass das passieren würde. Und Hauf wusste auch nicht, dass es auf dem Rest der Erde ständig passiert, heute noch passiert, dass aus Profitgier die Ressource Natur zerstört wird. Und zwar Ressourcen, die auch so in der Form nicht wiederbringbar sind, wie eben Urwälder. Der Schwarzwald war eben auch ein Urwald. Also insofern, vieles, was auch der Tod von Lisbeth, um auf die Frage zurückzukommen, ist bei Hauf anders erzählt. Bei Hauf bringt er sie um.
Bei Hauf ist es aber auch so, dass er in die Geschichte startet mit der Mission, seinen Stand zu verändern. Lisbeth gibt es ja noch gar nicht. Die Figur Lisbeth als Frauenfigur taucht in dem Haufschen Märchen erst im letzten Drittel auf. Da hat er schon sein kaltes Herz und kommt zurück. Ihm ist langweilig. Der Holländer Michel empfiehlt ihn, heirate doch, such dir ein sittsames Mädchen. Und dann sucht er sich das sittsamste Mädchen im Schwarzwald. Das ist die arme Lisbeth, die Tochter von dem Uhrmacher. Und die heiratet ihn dann aus Sittsamkeit, weil er reich ist und sich das so gehört. Und dann macht sie aber den Fehler, dass sie sein Geld an die Bettler verschenkt. Das entzürnt ihn so sehr, dass er sie totschlägt. Und dann entpuppt sich, dass der Bettler, dem sie das Geld geschenkt hat, ist das verkleidete Glasmännlein, das ihn dann zur Rede stellt und ihn dazu bringt, das alles zu überdenken und sein Herz zurückzubekommen. So ist die Haufsche Variante. Für mich war eine Geschichte, in der es darum geht, dass jemand sein Herz sich wegnehmen lässt, per se eine Geschichte, in der es um die Liebe geht und nicht nur darum, dass jemand seinen Stand verändern will. Und zu erzählen, was die Herzlosigkeit, auf die man sich einlässt, die Emotionslosigkeit, was das mit der Liebe macht, was das mit den Beziehungen zwischen zwei Liebenden macht, das lag so auf der Hand, dass ich mir die Freiheit genommen habe, das einfach auszutauschen. In dem Moment, wo man die Liebe zu Lisbeth aber zur Motivation für all sein Handeln macht, ist es unlogisch, wenn er sie umbringt. Darum muss es ein Unfall sein, den er nicht verhindern kann. Der entsteht, weil er überzeugt ist, dass er das Richtige getan hat. Darum diese Veränderung des Todes. Das war jetzt eine lange Rede. Erleben wir sowas wie eine Neoromantik? Ja, der Ringe, dann King of Thrones und so weiter, jetzt die Märchen, vielleicht kommt noch ein Märchen dazu, sowas ist so eine Strömung zu sehen. Klar, total. Es ist gerade, also ich glaube, jede Generation hat ihre eskapistischen Welten, in die man die Parabeln reinverlegt. Es gab lange Zeit, war das Western oder was weiß ich. Es gibt ja die Science Fiction, eine Zeit lang war Science Fiction die Ebene, auf der man solche Fragen von Moral und so verhandelt hat. Und ich glaube, im Moment sind das fantastische Welten. Seit der Herr der Ringe-Verfilmung gibt es ja dafür irgendwie viele Belege. Wo das nicht stattfindet, wer das nicht macht, sind wir hier in Deutschland. Komischerweise, obwohl wir einen solchen irrsinnigen reichen Schatz an fantastischen Geschichten haben in unserer Kulturgeschichte, passiert es nicht. Das heißt, es kommt noch mehr. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Was sagen die Produzenten? Welche Produzenten? Ja, die jetzt sagen wir mal dahinter stecken und sagen, wir finanzieren die Produzenten dieses Films? Ja, ja. Also ist es nicht so, dass ich schon mit dem nächsten fantastischen Film in den Startlöchern stehe. Jetzt mache ich mal wieder erstmal was anderes. Finde es auch langweilig, irgendwie dasselbe zu reproduzieren. Also jemand, der meine anderen Filme kennt, der sieht ja auch, dass es da durchaus Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Filmen. Why not? Ich habe noch eine Frage. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Sprache im Film am Anfang relativ altertümlich ist, wie im Märchen, und dass sie zum Schluss aber moderner wird. Ist das so? Interessant. nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist das wirklich so. In den letzten 10 Minuten hatte ich die Erlebnisse, die Dialoge, die könnten jetzt auch heute 1:1 so stattfinden. Also zur Sprache, ich habe natürlich wahnsinnig viel über Sprache nachgedacht. Wir haben ein Märchen, wir haben historischen Stoff, okay, wir haben gesagt, wir verabschieden uns davon, einen Geschichtsunterricht zu veranstalten und irgendwie historisch exakt zu reproduzieren, also irgendwas zu erzählen, was wirklich so war. Natürlich war der Schwarzwald nie so, natürlich hatten die Leute nie Tätowierungen im Gesicht, natürlich stimmen die Kostüme nicht und natürlich ist alles zusammengewürfelt. Aber wir erzählen eine fantastische Geschichte, ein Märchen, und das Gefühl war, dass man eben weg muss von diesem Anspruch des historisch Hyperkorrekten und auch ein Fehler, den wir in Deutschland bei solcherlei Geschichten oft machen. Ob bewusst die Sprache. Die Sprache. Und bei der Sprache war es auch so. Ich habe am Anfang darüber nachgedacht, wirklich Dialekt zu machen und auch darüber nachgedacht, zu historisieren. Also das bedeutet, zu versuchen, ein historisches Gefühl in die Sprache zu integrieren. Und habe mich gegen beides entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich einen universellen Film machen wollte, der
keine Schranken zwischen dem Zuschauer und der Leinwand stellt. Und ich wollte eben nicht was historisch Korrektes erzählen, darum war Dialekt das falsche Mittel. Und ich wollte eben tatsächlich einen Film machen, der heute ein großes Publikum ansprechen kann, darum war auch eine Historisierung der Sprache das falsche Mittel. Und ich habe mich dafür entschieden, eine Bühnensprache zu verwenden. Also eigentlich ist ja, was im Theater gelehrt und gesprochen wird, auch eine Kunstsprache. Aber es ist das, was wir gemeinhin als unsere allgemeine hochdeutsche Sprachverabredung sehen. Und ich habe versucht, moderne Begriffe wegzulassen, also alles, was irgendwie auf heute verweist, und trotzdem eine jetzige Sprache zu finden. Also das war der Versuch. Aber interessant, dass du die Beobachtung gemacht hast, dass am Anfang historischer ist. Dass es aussehen soll, als wäre es authentisch. Und du hast halt Muss ich mir darauf hin, es ist sehr interessant, es ist eine sehr interessante Beobachtung, die muss ich untersuchen. Sofort. Funktioniert dieser Film deswegen, weil die Realität genau anders ist und wir solche Träume brauchen? Also das heißt ja, dass der Film funktioniert, ich freue mich schon mal. ja, ich glaube, wir brauchen, also um unsere Fragen von Moral zu untersuchen, ist natürlich immer eine parabelhafte Welt, die eben weit weg ist von unserer, irgendwie richtig, weil da sozusagen die Dinge klarer darzustellen sind. Und ich glaube, dass das ein Erzählprinzip ist. Das gibt es immer schon. Märchen spielen damit ja. Also wenn jemand ein Märchen erzählt, die Ursprung von Märchen ist ja nicht einfach nur, dass man Kinder zum Einschlafen bringt oder jemanden irgendwie die Zeit totschlägt, sondern im Geschichtenerzählen, im Märchenerzählen steckt ja auch immer die Vermittlung von Moral, die Vermittlung von kulturellen Vorstellungen, da geht es ja um Tradition und um Tradierung. Die Aufgabe des Geschichtenerzählers ist natürlich auch immer, Werte zu vermitteln. Und im Märchen ist das ganz im Besonderen so. Und ich glaube, dass eben genau das Eskapistische in fremde Welten gehen und dort sozusagen diese Fragen von Moral anzusiedeln, die Sachen besonders deutlich macht oder besonders klar. Eine Frage und dann. Ja, ich wollte zwei Lob aussprechen. Erstmal für den Film heute hier. Vielen Dank für den Film. Ich fand den sehr, sehr gut, sehr stark, auch was die Botschaften betrifft, die so immer wieder anklingen in dem Film. Ich hoffe, der wird Erfolg haben in Deutschland und wo er halt gezeigt wird. Das zweite ist ein großes Lob für Zeit der Kannibalen, den ich auch hinreißend gefunden habe, also klasse gefunden habe. Nicht abgesprochen? Nein, ich habe die DVD zu Hause, der läuft hier im Theater, Rostocker Hoftheater, schon als Schauspiel. Ja, ja, genau, der ist ja im Theater hier in Nürnberg. War ich auch schon drin, also herrlich, also was da an Botschaften rüberkommt, auch wenn es manchmal überspitzt ist, aber ja. Ich hoffe, Sie machen weiter so, sehr abwechslungsreich, auch mit den entsprechenden Botschaften und wünsche auch, wie gesagt, weiterhin alles Gute da. Dankeschön. Das ist fast ein Schlusswort, aber wir wollen ein Schlusswort. Ein bisschen können wir weitergehen, ja. Ja, einfach die Tanze im Cast, also war das so das Wunsch-Ensemble oder gab es da vielleicht auch andere Leute, die dann entschieden haben, da braucht man mal einen Moritz Bleibtreu oder der Frederik Lau, der ist halt im Moment einfach sozusagen über. Ja, also als ich das zum ersten Mal durchdachte, irgendwie kam mir Frederik Lau in Sinn, der kannte Frederik Lau ehrlich gesagt noch, und wir kannten ihn noch nicht so viele Leute, Victoria war noch nicht draußen und ich kannte ihn aus Neue Fahr Süd, dieser TV-Version von dem Sven Regner-Roman von Hermine Hundgeburt, ich weiß nicht, wer den hier kennt, wahnsinnig komisch. Und Frederik Lau sozusagen als die Urversion von Herr Lehmann, bevor er nach Berlin geht, in diesem Film habe ich mich verliebt in Frederik Lau. Und wie gesagt, Frederik Lau war vor meinen Augen, bevor Victoria draußen war, also bevor dieser ganze Hype losging. Und wir hatten dann einfach echt Glück, dass der plötzlich so abging wie Spitzkatze. Der restliche Cast war eine Wunschliste. Also bei Moritz Bleibtreu war es tatsächlich so, dass ich lange überlegt habe, wer in Deutschland einerseits das Physische hat und andererseits das Demagogische. Und in der Generation, ehrlich gesagt, und das ist okay, ich weiß nicht, ob hier Schauspieler sitzen, Leute, irgendwie,
es ist einfach auch der Klassiker, dass in Deutschland die Schauspieler ab 40 alle echt nicht mehr auf ihren Körper achten. Also, muss man ehrlich zu sagen, eine Rolle, wo jemand irgendwie mit nacktem Oberkörper auftritt, ist wirklich echt schwierig. Und die Runde ist bedenken, alles klar. Aber du solltest mal die eine oder andere Tafel Schokolade weglassen. Hinzu kommt auch, also in Amerika ist das anders. Ja? Da sind die disziplinierter, die Jungs. Bei den Frauen ist es anders. Die werden immer dünner, wenn sie älter werden, die Schauspieler. Die kriegen auch mehr Geld. Die Frauen kriegen Geld. Die Amis kriegen mehr Geld. Ja, das stimmt auch. Ja. Also gut, aber ich will nicht meckern. Es gibt hervorragende Schauspieler in Deutschland. Und also Moritz Bleibtreu vereint eben dieses perfide, sektenhaft, demagogische mit irgendwie einer gewissen mit einer Physis und auch mit einer Lust am Genre, am Überziehen, am Klischee, auf die Kacke hauen, sag ich mal. Und darum irgendwie bei allen Vorbehalten, die man gegen ihn haben kann, irgendwie ist er für die Rolle der Richtige gewesen, finde ich jetzt auch vor allem nachdem wir den Film fertig gemacht haben. Also die Schauspieler waren wirklich eine Wunschliste und das Erstaunliche war, dass die alle Ja gesagt haben. Dass Milan Peschel Ja gesagt hat, dass André Hennecke für eine kleine Rolle Ja gesagt hat, dass die alle gesagt haben, wir wollen das machen, war für mich ein großes Wunder. Also es war wie, als ob ich auch beim Glasmännchen gewesen wäre. Ja, auch nicht so oft die Chance, in den Märchenfilm mitzuspielen. Das wurde mir dann auch klar, dass die alle natürlich auch scharf darauf waren, so ein Genre auszuprobieren. Und dann wird einem ganz schnell klar, dass es in Deutschland einfach nicht so oft gemacht wird. Und dann stellt man sich die Frage, warum eigentlich? Wir haben eigentlich alle Skills und alle Möglichkeiten, so eine Filme zu machen. Wir wissen wie, wir haben die Mittel, wir haben die Schauspieler. Warum ist das alles so stiefmütterlich in Deutschland? Warum ist das alles so schwierig? Warum denken die Leute, dass das nicht geht in Deutschland, dass es immer schlecht wird, wenn in Deutschland so eine Art von Genrefilme gemacht werden? Und dass die auch alle Lust hatten, daran zu beweisen, dass man das durchbrechen kann, dieses Stigma. Ja, was ganz schlimm ist, ist, dass ein Märchenfilm auch immer kinderfilmreich ist. Also das ist ähnlich wie bei Animationsfilmen. Ja. Also Kino hat eine wunderbare Kritik zu dem Film und dann sagen sie am Schluss, ja, also für die jüngeren Kinder wäre es aber nichts. Ja, das ist wirklich, also wir haben uns wirklich, was wir versucht haben zu kommunizieren, Leute, es ist kein Kinderfilm, wir haben das Wort Märchen versucht zu vermeiden, wir haben uns dann auf Fantasy geeinigt, obwohl das natürlich auch ein vergifteter Begriff ist auf eine Art, weil wir eben sagen wollten, es ist nicht für Kinder. Aber wenn die Leute das kalte Herz hören, dann denken sie immer, es ist ein Kinderfilm. Ist schwierig, echt schwierig. Es hat 12 freigegeben. Also. Jetzt ist es dran. Ja, also ich habe schon ein paar Mal Anlauf genommen, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Okay, aber gehen wir rückwärts. Sie haben jetzt gesagt, kein Film für die Kinder. Ja. Das finde ich im Grunde genommen verkehrt, denn gerade die Jugendlichen haben heute schon ein eiskaltes Herz. Nur berechnen, etc. etc. Also insofern fände ich es ganz gut. Und dass das bei uns in Deutschland nicht gedreht wird oder nicht so bevorzugt, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass die meisten Menschen kein Herz mehr haben. Ich stelle das immer wieder fest, da sitzt ein Bettler an der Straße, da möchte jemand nur ein paar Cent oder liegt auf dem Boden. Die gehen alle an den Leuten vorbei und keiner greift in die Tasche und gibt einen Euro. Da könnte ich also, frage ich mich wirklich, was ist los mit den Menschen? Das kann nun organisierte Bettelei sein oder nicht. Keine